In diesem Video soll es darum gehen, wo liegt der Unterschied zwischen interpretierbaren und kompilierbaren Sprachen. Durch die letzten Videos wissen wir nun, dass wir unseren Source Code in Machine Code umwandeln müssen. Doch wie geht das Ganze? Um ehrlich zu sein, gibt es mehrere Wege, um das Ganze zu tun. Da gibt es einerseits das Kompilieren und auf der anderen Seite das Interpretieren. Fangen wir mal mit dem Kompilieren an. Stellen wir uns das folgende Szenario vor. Wir haben zwei Computer. Das hier ist der Computer, auf dem die ganze Sprache entwickelt wurde und hier soll es ausgeführt werden. Wir nehmen also unseren Source Code von Computer 1. Hallo, hallo, das ist mein Source Code. Und beim Kompilieren ist das Ganze nun so, dass wir diesen Source Code direkt auf diesem Computer kompilieren und in eine extra Datei auf diesem Computer packen. Und diese wird dann in Maschinencode direkt umgewandelt. Das heißt, unser Source Code wird zu Maschinencode gemacht und diese kompilierte Datei, oder auch Executable genannt, deswegen .exe, vielleicht hat schon mal jemand gehört, wird dann rüber kopiert auf PC2. Und PC2 muss dann nur noch klick klick auf diese Datei machen und diese Datei kann bei ihm ausgeführt werden. Perfekt, oder? Naja, auch nicht ganz. Es hat ein paar Nachteile, das Ganze, denn dadurch müssen die Maschinen sich sehr ähneln. Das heißt zum Beispiel Windows, Windows. Windows macht es einem sehr einfach da, denn es könnte noch viel schlimmer und viel genauer sein, aber Windows, Windows bedeutet das zum Beispiel. Es kann auch schon wieder Grafikkarte unterschiedlich und es geht schon nicht mehr sein. Deswegen spricht man auch oft von einer Art, das Ganze sehr inflexibel zu behandeln. Genauso ist es dann zum Beispiel bei Objective-C, der Apple-Programmiersprache, wo wir dann hier kompilieren und hier umsetzen wollen und nur wenn es Mac ist, dann geht und sonst nein. Nein, das geht nicht. Wir sind zwar Unix, aber nein, das geht nicht. So, dann haben wir natürlich noch den anderen Weg, das Interpretieren. Das müsste ja genau das Gegenteil sein und die anderen Vorteile haben. Stimmt soweit, aber es hat dafür auch Nachteile. Deswegen kümmern wir uns darum. Beim Interpretieren ist das Ganze so, wir haben wieder zwei Computer. Computer 1, Computer 2. Auf Computer 1 haben wir unseren Source Code geschrieben. Und diesen Code schicken wir jetzt einfach an Computer 2 und sagen, los, hier, mach was damit, arbeite damit. Du willst es ausführen, hier hast du den ganzen Code. Und jetzt kriegt wirklich PC2 diesen ganzen Code, kann ihn komplett sehen und kann diesen Code mit einem Interpreter umsetzen. Das wird dann sozusagen dann on the fly, voll Englisch, man. Das wird dann on the fly, umgesetzt von Source Code in Maschinencode, jeweils, Zeile für Zeile. Und dadurch wird natürlich nicht eine extra Datei erstellt, sondern es wird einfach direkt die Source Code Zeile gelesen und sagen, ab zur CPU. Genau so geht das. Jetzt haben wir natürlich wieder hier einen Nachteil, denn wir geben den ganzen Source Code, den wir hier mit der 1 geschrieben haben, an PC2 und der kann damit treiben, was er will. Wir sagen ihm natürlich, okay, das kannst du benutzen, um das Ganze zu interpretieren. Aber wissen wir, was Computer 2 damit macht? Computer 2 kann unseren Code nehmen, sagen, okay, der ist gut, mach ich besser, verkaufe ich. Wäre eine blöde Sache. Außerdem ist es meistens weitaus langsamer, dann diesen Code jedes Mal interpretieren zu müssen. Natürlich fällt es einem erstmal leichter. Dadurch, dass wir einfach diesen Code nehmen können und direkt zum Beispiel in unseren Browser werfen können, dadurch wird er direkt interpretiert. Das fällt für den Anfänger natürlich erstmal leicht, das Ganze zu testen und zu debuggen. Aber wie gerade schon erwähnt, dadurch brauchen wir natürlich auch wieder einen Interpreter. Also wir haben immer hier Pro und Kontras beim Kompilieren und Interpretieren. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Wie wäre es mit einem dritten Weg? Und eigentlich gibt es diesen dritten Weg. Der beinhaltet die gröbsten Vorteile von beiden. Zum Beispiel dieses Cross-Platforming, was beim Interpreter geht. Und dieses möglichst vorkompilierte und private Code-Ergebnis von dem Kompilierbaren. Genau. Habe ich es richtig gesagt? Ich weiß es nicht. Dieser dritte Weg wäre dann eine Intermediate Language, heißt die. Für mich nennt sich das Ganze einfach Hybrid, aber eigentlich heißt es Intermediate Language. Because we are all English in programming, yes, baby! Bei diesem Intermediate-Prinzip wird sozusagen der Source-Code, soweit es geht, in Maschinencode bereits umgewandelt. Da sprechen wir dann von sogenannten Bytecode. Dieser Bytecode muss dann aber auf dem zweiten Computer, den wir vorhin hatten, hier, hallo, zweiter Computer. Warte, bist du der zweite? Ja, du bist der zweite. Dieser Code muss auf diesem zweiten Computer dann aber trotzdem noch ein bisschen weiter Just-in-Time-Compilation, heißt das Ganze dann, direkt umkompiliert werden und dann von der Maschine ausgeführt werden. Dadurch haben wir jetzt den Vorteil, dass wir unseren Code privat halten auf dem PC1, den wir geschrieben haben, und aber eine Cross-Plattform-Möglichkeit haben. Das heißt, wir können auf mehreren Maschinen arbeiten, die unterschiedlich sind und es trotzdem auf jeder Maschine benutzen. Heißt jetzt aber auch nicht, dass das das Nonplusultra der Programmiersprachen ist und dass wir eigentlich nur noch Hybridsprachen brauchen. Denn kompilierte Sprachen bringen uns einen großen Vorteil in Geschwindigkeit und so weiter, denn eine Intermediate Language kommt trotzdem nicht an die Geschwindigkeit einer kompilierten Sprache ran. Und genauso ist das beim Interpretieren, dass wir bei der Interpretierbarkeit immer noch eine höhere Flexibilität haben als bei der hybriden Technik. Deswegen, man muss sich nicht selbst entscheiden, glücklicherweise, sondern die Sprachen machen das für einen. Aber trotzdem gibt es nicht die Nonplusultra-Lösung für das Ganze. Zu den kompilierten Sprachen gehört C, C++ und Objective-C von Apple, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Bei diesen Sprachen ist dann immer ein extra Compiler notwendig. Und zu den interpretierbaren Sprachen gehört dann JavaScript oder PHP, also eigentlich das meiste, was mit Script endet. Und zu den Hybrid- oder Intermediate Languages gehört dann Java, C#, VB.NET oder Python. Meistens sind das aber keine Gründe, um sich für eine Sprache zu entscheiden, sondern man wählt die Sprache meistens eher nach ihrer Funktion, von wegen, ich möchte jetzt eine App entwickeln, dann lande ich bei Java und dann sehe ich, okay, das ist eine Intermediate Language.
und nicht, ich möchte eine Intermediate Language haben, welche gibt es und was mache ich damit? Weil letztendlich suchen wir unsere Funktion, wir wissen, das wollen wir machen und dann suchen wir, welche Sprache kann das. So, und damit wäre, glaube ich, das erste Grundlagenkapitel der Programmiersprachen beendet und wir setzen uns dann in den nächsten Videos mal an die Computer und arbeiten dort ein bisschen dran. Jetzt wird hier gleich noch eine kleine Umfrage kommen von wegen, woran arbeitet ihr lieber? Habt ihr alle einen Mac? Habt ihr alle einen Windows-PC? Habt ihr alle einen Linux-PC? Habt ihr keine Ahnung, was ihr alle habt? Oder ist euch das scheißegal, denn wir werden wahrscheinlich eh mit einer Sprache arbeiten, die auf allen Systemen gleich funktioniert. Das heißt letztendlich, wir kümmern uns nur so ein bisschen darum jetzt, welchen Texteditor wollt ihr und was so eine Sachen. Deswegen hier eine kleine Umfrage. Wahrscheinlich kommt die dann hier. Ich glaube, die kommt immer hier oben irgendwo. Ja. Also ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr da mal abstimmt, denn dann könnt ihr auch mitentscheiden, wie das in den nächsten Videos ablaufen soll, ob ich hier am Windows-PC arbeiten soll oder hier am Mac. Überlegen wir uns dann, ne? Oder besser gesagt, das ist ja ein Hackintosh. Hackintosh oder Windows. Sucht euch's aus. Wir können natürlich auch Linux nehmen, ich habe damit kein Problem, wenn ihr das wollt, gerne. Wenn ihr die übelsten krassen Hacker seid und nur Linux benutzt, seid ihr cool. Wie, Dabben ist aus? Oh. Okay, wie immer wäre es schön, wenn ihr natürlich nicht vergesst, einfach mal ein Däumchen nach oben zu geben. Und wenn ihr das nächste Video dann natürlich nicht verpassen wollt, wo wir uns ein bisschen am Computer setzen, einfach mal abonnieren drücken. Und wichtig, diese kleine Glocke, die ist verfickt wichtig, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Ey, ihr glaubt das gar nicht, ich abonniere Leute, klickt nicht auf diese Glocke und denkt mir so, hey, der lädt ja gar keine Videos mehr hoch, was ist da los bei dem? Ich finde es immer wichtig, dass man diese Benachrichtigung kommt, wenn die Leute einem wirklich gefallen, wenn ich jetzt einfach nur mal so ein Video bin, was ihr mal so nebenbei gucken wollt, okay. Aber ich mache ja nicht so oft Videos, also könnt ihr eigentlich ruhig die Glocke anmachen. Macht die Glocke an, kommt! So, und ansonsten das übliche Social-Media-Zeug hier. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouPorn, Pornhub, RedTube. Ja! Ja, also ganz wichtig, folgt mir auf diesen Portalen. Diese findet ihr unten, wie immer, in der Beschreibung, direkt unter diesem Batman-Logo. So, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Wochenende. Also macht's gut und haut rein. Tschüss.